Ey, sie haben den Zeugen umgefahren. Ey, aber wie will man denn bitte hier noch Roleplay spielen? Oh Gott. Oh Gott. Was passiert jetzt? Ah. Ey, wie geil ist das denn bitte? Wenn jetzt bitte auf, den Busfahrer zu vermöbeln. Ey, und sie auch. Geht's ihnen soweit gut? Sie dürfen aber trotzdem hier nicht überall umeinander fahren. Oh ne, nicht der auch. Oh, okay, gut, der fährt zumindest nicht alle um hier. Na! Sag mal, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Hallöchen, meine Leute. Leute, die hatten unsichtbaren Unterkörper. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR. What the fuck? Ich hab den Zivilisten hier nicht modifiziert oder sonst was. Da hat Rockstar eindeutig was verschissen, glaube ich. Naja, könnte ich mal ihn. Achso, genau. Erstmal willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR. Wieder in der amerikanischen Fassung, bei der deutschen Fassung möchte ich noch ein bisschen was ändern. Und darauf hatte ich jetzt heute gar keinen Bock drauf und deswegen dachte ich, ich nehme noch ein bisschen USA auf. Mein Gott, der Satz, ne? Hallo, ich interagiere mit Ihnen und möchte Ihre ID mal bitte sehen, weil Sie haben nämlich irgendwie ein bisschen Leere unten. Haben Sie Hunger? Moment, wie geht das jetzt nochmal? Ich war so lange nicht mehr hier drin. So, Suspect. Sydney. Oh, kommen Sie aus Sydney? Das ist aber ein schöner Johnson. Alles klar. Genau. Ja, es wird nur Active Ferens. Sie haben ein bisschen, sie sind ein bisschen leer, kann das sein? Also das ist ja... Jetzt halt mal die Fresse. Sorry. Das musste sein, der hat mich angemault. So, jetzt machen wir wieder Roleplay hier, das konnte man ja nicht ernst nehmen. Ich möchte mir das nochmal anschauen. Also, ne, das, was ihr gerade gesehen habt, war nicht Roleplay, aber das ist ja auch hier... Nur mal ganz kurz. Okay, so jetzt beginnt die eigentliche Folge. Das war jetzt hier nur so ein bisschen ne, wisst ihr Bescheid. So, willkommen zu einer Folge LSPFR. Fight in Progress, alles klar. So, da gehen wir mal hin. Und gucken, wie wir helfen können. In unserem wunderschönen Ford Crown Victoria. So, wir dürfen einmal drüber, weil wir haben... Huch, mach mal an hier. Achso, jetzt müssen wir suchen, wo das ist, ne? Wo ist der Fight? Oh, ich höre es, da. Ey. Gehen Sie bitte aus den... Ey. Auf den Boden. Und sie... Nein, und sie treten nicht aufs End. So. Jetzt gehen sie... Hä? Alter, was ist denn mit der... Was ist denn heute los? Scheiße. Zum einen spiele ich gerade überhaupt kein Roleplay und zum anderen buggt das Spiel komplett rum, habe ich so das Gefühl. Wir rufen mal... Corona. Alter, ich raff das Game gerade überhaupt nicht. Ich taser den, also ich schieß den tot. Taser die steht auf und kippt einfach nach hinten um. Ich krieg das Tötungskreuz quasi. Die andere hat keinen Bauch. Das wird eine lustige Folge heute, glaube ich. Genau. Ich trinke kurz einen Schluck. Gut, der Corona, dann lässt sich auch wieder ein bisschen Zeit. Corona, kommen Sie her. Alter, was ist denn heute mit dem Spiel los? Huch. Was denn? Ich bin nur in die Leiche gelaufen, tut mir leid. Hit and run. Ja, sie machen das schon, ne? Wir haben Einsatz. Was ist halt mit dem Game los? Hit and run. Hit and run. Mein Gott, ey, so jetzt aber mal wirklich hier Roleplay. Meine Fresse.
Hit and run. So. Over here. Oh, ist der tot? So, hallo. I saw what happened, officer. That car just hit the poor pedestrian and took off. The windshield shattered and the car has a lot of front end damage. The car was a car of a black colored Jackal. The license plate number was... So. Huch. Hallo. Ah, guck mal, sie kümmern sich schon mit Kollegen. Jetzt machen sie mal. Und sie in ihren komischen Streifenpullover sind jetzt entlassen. Sind sie bitte ein bisschen von dem Opfer weg. Alter, was ist heute mit dem Kip? Ja, sie lebt. Das Game ist geil. Ich mag... Okay, den Speicherstand hier werde ich nicht. Ich werde das Spiel nie wieder beenden. Speicherstand ist mega witzig. So, pass auf, wir müssen jetzt dieses Target-Ding suchen. Wir haben jetzt keine Zeit für euch. Ihr macht das schon, ne? Ihr werdet jetzt ein glückliches Paar. Wir müssen hier Einsätze fahren. Und suchen mal nach einem Jackal. Ich weiß gar nicht, was für ein Auto das nochmal war. Oh Gott, was mache ich denn hier? Ich konnte mich gerade nicht entscheiden, welchen Weg ich nehme. Hier links oder hier. Bin ich irgendwie so halb auf der Straße gefahren. So. Ist das ein Komet? Heading southbound. So, da hinten war der gerade. Der war nämlich gerade rot markiert. Genau. Ja, ihr macht das schon, ne? Der war hier vorne. Das ist, glaube ich... Wo ist denn der jetzt? Hm. Der war nämlich kurz rot markiert. Auf der Karte. Also unser Leitsteller hat uns den kurz nochmal genauer gezeigt. Da. Nochmal. Das ist doch kein Jackal, oder? Nee, da ist auch die Frontscheibe noch ganz und so. Lass mal gucken, wo der jetzt ist hier. Fahr nochmal, drehen nochmal. Lassen Sie uns bitte durch. Ist da hinten, Alter? Uch. Mein Gott. Das heißt, der fährt wahrscheinlich gerade irgendwie umeinander. Weiß jetzt auch leider nicht, was der Schakal für ein Auto ist. Aber ich kann es zumindest ausschließen, weil ich die anderen Autonamen alle kenne. Aber der Schakal kann ich jetzt nicht zuordnen. Genau. Okay. Das hier ist der Schakal. Okay. Dann halt sie ja bitte rechts ran. Komm, fahren Sie. Pass auf, wir machen das anders. So. Hey, hey, bleib. Ach, Mann, ich hasse das. Jetzt bleiben Sie stehen. Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfeln mit Ihnen. Mein Hühnchen muss gerupft werden. Sie müssen mir dabei helfen. Guten Tag. Ich hätte mal gerne Ihre ID. So. So. Matthias Zeballos. So, nebenher durchsuchen wir noch Ihr Auto. No active warrants and license valid. So. Passen Sie mal bitte auf, ja? Sie liegen in dringendem Verdacht, dazu jemanden angefallen zu haben. Was sagen Sie denn dazu? Steigen Sie mal bitte aus hier. Jetzt sprechen Sie nicht herum. Steigen Sie mal aus. Ich glaube, ich nehme Sie jetzt erstmal fest, wenn ich könnte. Hold E. So, jetzt. Mein Gott. Nehmen Sie jetzt fest, weil Sie stehen unter dringendem Verdacht, jemanden angefahren zu haben. Ihr Auto wird jetzt erstmal abgeschleppt. Auch die Beschreibung zum Auto passt perfekt. Deswegen werden wir Ihr Auto jetzt abschleppen und untersuchen. Genau. War das ein Ozelot? Hm, egal. Egal, wir schleppen einfach mal ab. Außerdem hat er eine kaputte Frontscheibe, ne? Damit darf man nicht mal fahren. So, Sie sind festgenommen. Ich wünsche Ihnen dennoch einen schönen Tag und hoffe, dass mich der Abschlepper nicht überfährt. Okay. So, wir fahren mal hier ganz gepflegt über den Straßenrand auf den Gehweg und
Ja, die unten machen wieder Unfälle. Ach, der Hund macht die ganze Zeit Lärm. Pass mal mal auf hier. Fahren wir hier mal rein. So. Ich möchte wissen, ob der Hund mich angreift. Und auch nochmal ein Köter, ey. By the way, ich habe nichts gegen Hunde, ne? Falls sich jetzt wieder aufregt. Lass ja bitte stehen hier. Hallo. Hallo. Bleiben Sie stehen? Nein, bleiben Sie bitte stehen. Ey, Sie können den Hund nicht alleine lassen. Ich würde nur gerne meine allgemeine Verkehrskontrolle machen. Ich hätte mir gerne Ihre ID. Chris Jackson. So, genau. So, Chris Jackson. Was macht der? Ach, das ist, sucht ihn jetzt noch. You found nothing of interest. No active firms and license is suspended. Aber ist ja okay, weil sie sind ja eh nicht in einem Auto. Dann haben wir jetzt einen süßen Hund hier. So, wir haben jetzt einen Unfall. Das heißt, sie sind jetzt eh wieder entlassen. Ich gebe jetzt eine Warnung wegen gar nichts. Und sie können jetzt mit ihrem Hund weiter Spaß haben. Genau, der rennt nämlich jetzt auf die Straße. Ah, ne, doch nicht. Okay. Und wir werden zu einem Unfall gerufen, der sich da ereignet hat. Also, da fahren wir mal hin. Achso, warte, was ich noch machen wollte, ganz kurz, ist die Zeit hier. So. Wir wollen ja schon auch, beziehungsweise wir machen mal ein bisschen später. Wir gehen mal ein bisschen später am Abend. So, was weiß ich, da. Wir haben es 18 Uhr. Und haben einen Unfall, der gemeldet wurde. Dürfen wir nicht, was ist das echt für eine komische Ampel? Wo ist jetzt unsere? Egal. Ja. Ja. Genau, weißt du, das passiert, wenn man über Rot über eine Ampel fährt. Ne, bei Rot über eine Ampel fährt. Achso, ich wollte eigentlich gar nicht anmachen. Egal. So, wir fahren mal hier. Da ist da vorne der Unfall. Ist ja noch cool, wenn es irgendwie so eine Mod gäbe, wo man die Geschwindigkeitsbegrenzung, also wie schnell man fahren darf, sieht. So, wir fahren mal eben hier hin. Kommen wir hier durch? Eigentlich nicht, ne? Wir müssen eigentlich mal kurz hier, hier reingehen. Steuerung End. Okay, wir parken mal eben kurz hier. So. Dann haben wir jetzt hier einen Unfall zu melden. Machst du wieder die Tür zu? Dann halt nicht. Alles klar. Ach du Scheiße. Okay, da beeilen wir uns vielleicht mal ein bisschen. Das sieht nicht allzu harmlos aus. Ich glaube, da können wir gleich schon mal... Ach du Scheiße. Der Bus brennt, oder? Ne, er raucht bloß. Sind Leute zu Schaden gekommen? Mach mal bitte hier die Tür zu. Oh, Entschuldigung. Nein. Ah! Nehmen Sie die Hände hoch. Nein, nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch, bitte. Auf dem Boden, auf dem Boden. Ganz ruhig. Was greifen Sie mich eigentlich wieder an? Wieso greifen Sie mich... Nee, ich verstehe es nicht. Sie melden hier einen Unfall, aber greifen mich dann an. So, Herr Busfahrer, sind Sie vielleicht ein wenig kooperativer? Sie haben ein scheußliches Hemd an. So, guten Tag. Kann ich jetzt irgendwie Ihre Aussage bekommen? Guten Tag. Oh, nicht überfahren. Genau. Okay, pass auf, wir schleppen mal eben hier, beziehungsweise der Bus, der... Wir parken mal eben kurz den Bus um. Und zwar gucken wir, dass wir den hier runterkriegen. Okay, so. Ich packe den Bus. Okay. So, kriege ich jetzt Ihre Aussage. Kann ich irgendwie... Stopp, bleiben Sie mal bitte stehen, ja? Ich hätte gern erstmal... Och du Scheiße. Ich hätte jetzt gern erstmal Ihre ID. ID. Was auch immer da hier explodiert ist. Corp Fischer. Das klingt nach einem deutschen Namen. License is valid. No active warrants. Jetzt schwören Sie doch nicht ständig dagegen, Alter. Ach du Scheiße. Alter, das ist doch... Alter, ernsthaft. Na, Corp Fischer jetzt... Ah! Jetzt gehen Sie... Jetzt gehen Sie hier weg. Alter, jetzt. Warte mal.
Jetzt steigen sie aus dem Auto aus. Alter. Ich muss mal ganz... Was geht denn hier mal auf und zu? Ach, die Autotür. Ey, sie haben den Zeugen umgefahren. Ey, aber wie will man denn bitte hier noch Roleplay spielen? Oh Gott. Oh Gott. Was passiert jetzt? Ah. Ey, wie geil ist das denn bitte? Wenn jetzt bitte auf, den Busfahrer zu vermöbeln. Er sieht auch. Geht's ihnen soweit gut. Sie dürfen aber trotzdem hier nicht überall umeinander fahren. Jetzt ist der Busfahrer tot, Alter. Stinkt doch jetzt. Ah. Alter. Der ist gestorben. Ah, ne, doch nicht. Alter, die scheiß Autotür hier, warte mal. Alter, das ist... Okay, ich muss da eben die Dinger hier abschleppen. Brauchen dringend zwei Tow Trucks. Beruhigen Sie sich doch. Alter. Und wir brauchen einmal einen Corona Service. Alter. Oh ne, nicht der Auto. Oh. Okay, gut, der fährt zumindest nicht alle um hier. Na! Sag mal, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Alter, irgendwie, ich liebe den Spielstand. Ja. Aber. Alter. Alter, das ist behindert. Sorry, aber so kann ich doch nicht Roleplay spielen. Das geht nicht. Jetzt fahren sie weiter. Ich glaube, ich verpiss mich einfach von hier. Sie machen das schon. Oh Gott, ich glaube, es wurde... Also langsam hört es aber auch auf hier. Alter, das ist so richtig behindert. Ich fahre jetzt mal eben hier wieder weiter. Also sorry, aber mit den Leuten hier kann man kein Roleplay machen, ja? Mit den Leuten ist das nicht machbar. Und was, warum ist die Lampe hier kaputt? Egal. So, wir dürfen auf jeden Fall einmal reparieren, weil der Einsatz ist mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen. Ich muss die Steuerung Ende drücken, ne? So. Okay, irgendwo geht der Alarm an lang. Guck mal. Okay. So. Das waren wir. So. Wir fahren mal auf den Highway, würde ich sagen. So, ich trinke noch kurz einen Schluck. Also manchmal verstehe ich die nicht. Manchmal ist echt der Wurm in der Folge drin, aber heute ist es echt ein richtig schön guter Wurm, weißt du? Der Wurm, der heute drin ist, der ist so richtig, der ist freundlich, der ist lustig. So, ich hol mal kurz. Achso, ihr habt euch wieder mal gewünscht, dass ich mehr Verkehrskontrollen mache, ne? Pass auf, das machen wir jetzt mal hier. So, hier einmal den Supersportwagen, bitte. Oh. Ah, bitte stehen bleiben. Eine allgemeine Verkehrskontrolle. Hallo, bleiben Sie bitte stehen. Ach so, jetzt, okay. Ah! Okay, der flüchtet. Jetzt haben wir noch eine Vorgesetzte am Ende hier. Bleiben Sie stehen. Okay. Scheiße, okay, wir sind an der Verfolgung dran. Ein Flüchtender Infernus, ist das soweit ich weiß?
flüchtender Infernus. Bitte bleiben Sie weg von dem Fahrzeug. Ach du Scheiße. Okay, wir probieren das Fahrzeug zu drehen. Okay, er geht runter von der Autobahn. Auf Richtung Parkhaus. Mein Gott, meine Beschreibungen. Bleiben Sie stehen. Sie sind umzingelt. Sie haben keine Chance. Oh Gott, der Bus. Ah. Scheiße, Alter, der geht echt weg, du. Der Helikopter ist dran, das ist gut. Ich glaube, wir holen mal noch ein bisschen Unterstützung. So, jetzt hier, komm. Nehmen Sie raus hier. Sie sind umstellt. Nehmen Sie die Hände hoch. Auf den Boden. Auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Okay. Okay. Was fällt dir eigentlich ein zu flüchten? Was haben sie versteckt im Auto? Pass auf, das müssen wir mal kurz rausfinden. Ich suche mir eben die Karre. So, was haben wir? A jammed sniper rifle. Achso. Deswegen sind sie also geflohen. Boah, guck mal, wie der uns hier reingefahren ist, ey. Richtige Delle in der Karre. Bist du deppert? Was ist hier? Nix, hier ist nix. Der wird mitgenommen. Alter. Krass. Also die Delle hier, ne? Also, dass der uns hier so krass was reingefahren hat. So, wir fahren eben an den Straßenrand. So. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ihr wisst schon, worauf es hinausläuft. Ich beende die Folge. Die skurrile Folge auf jeden Fall. Ich glaube, das war die skurrilste Folge, die wir hatten, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Mich würde es echt mal interessieren, was ihr dazu sagt. Naja, ich würde sagen, ich sage jetzt nichts mehr. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir haben schon wieder Uhrzeiten jegliches des 0-Uhr-Bereichs. Und ich würde damit sagen, wir sind in der weiteren Folge von LSPDFR. Mit mir, dem Ratzler. Bis dahin. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.